Christian Rager, Rechtsanwalt aus Wolfsberg in Kärnten, Freiheitlicher. Nochmal auf unsere Tagesordnung gestern im Ausschuss legen, nämlich auf die Nettoersatzrate. Und wir müssen das leider Gottes so intensiv hinten nachbohren, damit auch die Bevölkerung und die österreichische Bevölkerung vor allem versteht, um was es uns gemeinsam mit der SPÖ und den anderen Oppositionsparteien geht. Ich habe vor kurzem ein Interview gehabt mit einem Vertreter der Europäischen Zentralbank und der hat mir eine interessante Geschichte erzählt, nämlich insofern, dass es noch nie so viel Geld im Markt gegeben hat wie jetzt. Wir haben ja die höchste Liquidität in der Geschichte der letzten 100 Jahre, egal ob das in Amerika ist, ob das in China ist, ob das in Russland ist oder in Europa, und diese Liquidität ist vorhanden. Aber was dabei passiert ist in den letzten 10 Jahren seit dieser Bankenkrise 2008, 2009 ist, dass sich die Zentralbanken jeglicher Instrumentarium der Inflation, der Verzinsung oder Sonstiges genommen haben. Das heißt, das Einzige, an dem sie sich noch festgemacht haben, ist, immer mehr Geld in den Kreislauf zu bringen und immer mehr Geld zu produzieren. Und das kann man vielleicht einfach übersetzt mitteilen, indem man der Bevölkerung das einfach erklärt. Das ist wie ein Fahrradlschlauch, den man in die Sonne legt und man pumpt. Und den pumpt man so lange auf, bis es einen riesigen Platz ergibt. Und das wird passieren. Und wenn das passiert, dann gibt es 2 Möglichkeiten, nämlich einerseits die Möglichkeit einer massiven Deflation, das heißt, damit verbunden kein Konsumverhalten mehr, keine Investitionen mehr, hohe Arbeitslosigkeit. Oder die zweite Variante, was seit 15 Jahren Japan uns vorgezeigt hat, dass wir keine Produktivität mehr haben und letztendlich hier große Geldmengen im Umlauf sind. Warum rede ich das vorab? Nämlich insofern, was nämlich Alternativen dazu wären, wie wir europäisch, aber auch österreichisch das ansetzen können, hintanzuhalten. Nämlich auf 2 Bereiche es festzumachen. Nämlich einerseits haben wir 2 Modelle gewählt. Das eine ist das Arbeitslosenmodell, ist alles okay. Das zweite ist das Kurzzeitarbeitsmodell. Man kann darüber streiten und diskutieren, wie man möchte. Aber man hat 2 wesentliche Punkte dabei übersehen. Dass nämlich diese Menschen, ob sie jetzt 1,8 Millionen sind oder ob es 1,3 Millionen sind, die in Kurzarbeitslosigkeit, in Kurzzeit sind und der Rest in Arbeitslosigkeit ist, alle eines miteinander verbindet. Das Konsumverhalten. Und Sie müssen als Wirtschaftspartei, als ÖVP, ganz klar ja die Aufgabe haben, nicht an einem kleinen Schräubchen zu drehen, ob wir jetzt die Nettoersatzrate von 55 auf 70 anheben oder nicht, sondern Sie müssen das Big Picture, das große Bild vor Augen haben. Und das würde eines bedeuten, Sie müssen dieses Konsumverhalten antreiben. Und das machen Sie nicht in Ihrer wirtschaftspolitischen Grundlage. Und das sollten Sie sich überlegen. Und ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Eine kleine Sekretärin ist heute bei mir in Kärnten die Haupteinkommensbezieherin mit 1.300, 1.400 Euro netto, weil ihr Mann am selben Tag, wie die Corona-Krise entstanden ist, gekündigt worden ist. Und jetzt erklären Sie mir, wenn ein gekündigter Ehemann zu Hause sitzt und die Frau das kleinere Einkommen, was vorher jetzt auf einmal das größere ist, nach Hause bringt, wie sie dieses Delta auch mit der Arbeitslosenquote oder mit Sonstiges schließen will. Das geht nicht. Die haben Kredite, die haben Kinder, die haben Ausgaben abzuzahlen. Das schaffen wir in dieser Situation nicht. Aber wir schaffen es dann, wenn wir als Staat mithelfen und diese Nettoersatzrate auf 70 anheben. Und daher appellieren Sie, geben Sie uns diese Möglichkeit, auch dementsprechend der österreichischen Bevölkerung zu helfen, und setzen Sie diese Zeichen gemeinsam mit uns um. Danke. Nächste Rednerin, Frau